So, und zurück zu Glück. Bei Glück. Bei Glück. Mit Glück. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir durchgehen. Voll verlügt. Bevor wir durchgehen, der eine Klingone will ja nicht, dass sein Chef mitgeht, aber ich versuche mal mit dem nochmal zu reden, um das ihm vielleicht klar zu machen. Wenn nicht, erschießen wir ihn einfach. Schießen wir ihn einfach. Ran geht die Krank und die Leute und die Krümmte. Die können krank und du hast die Kragen, sie müssen nicht umstimmen. Jetzt haben wir holländisch. Holländische Klingonen. So, okay, dann kommt Spock, dann, ne? Betäubt mal den Arsch. War echt. Überraschung und Wut spiegeln sich in den Augen der des Klingonen wieder, während er gegen die Bewusstlosigkeit ankämpft. Tja. Gib sie mir! Ich schicke dich einfach zurück, Rammel. Falls diese Menschen mit dem blöden Portal. Oh, der wird weggebeamt. Du Loser. Los, jetzt gehen wir durch, ne? Soll ich durchgehen? Ich trau mich nicht. Yes! Do it! Okay. Was erwartet uns auf der anderen Seite? Nix gescheit. Oh, daheim. Cool. Mr. Scott, Sie sind aus dem Sensorenbereich verschwunden. Ach du. Was soll das bedeuten, Junge? Nimm mich nicht, Junge. Doch. Sie sind einfach verschwunden. Mann, Leute, das Ausrufungszeichen. Nicht Ausrufungszeichen. Wer sind diese Dinger? Gänsefüßchen? Schreiben. Verschwunden. Ach, das ist die nächste Mission, leisteste. Da ist der Spruch von Shakespeare, der letzte jedenfalls. Star Trek und Shakespeare, so ein Thema für sich. Das stimmt. Logbuch des Captains, Sternzeit 6269,3. Der Landetrupp und der Captain der Klingonen, Klare, haben ein mysteriöses Zeit- und Raumportal passiert und sind im Begriff, den seltsamen Brassikanern, die uns bereits testeten, endlich gegenübergestellt zu werden. Ein erfolgreicher Abschluss der letzten Prüfung wird offizielle Beziehungen zwischen unseren Völkern etablieren. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, was passieren könnte, wenn wir scheitern. Ach du, Punktabzug halt und Irrenanstalt. Genau. Ja. Ja, genau. Wir heißen G, alle willkommen. Bist du hässlich. Wir bewundern ihre Courage, ihre Aufrichtigkeit und ihre Bereitschaft, den Unbekannten mutig zu begegnen. Ja, wir haben ja keine Wahl. Ich bin nicht hässlich, ich bin hübsch. Können Sie uns sagen, wie spät es ist, was hier abläuft? Wo sind wir? Ich muss Sie um Geduld bitten und hoffe, dass Sie durch Ihre Umgebung nicht zu sehr beunruhigt sind. Ich kann leider noch nicht alles Ihre Fragen beantworten. Diejenigen Elemente unserer Gesellschaft, die ein Zusammenkommen unserer Kulturen äußerst argwöhnisch betrachten, haben noch einige Fragen an Sie, sowohl an die Menschen als auch an den Klingonen und den Vulkanier. Aha. Noch mehr Tests, das reicht's aber. Nein. Also noch mehr Tests. Wir sind freundlich. Ich würde gerne einmal hören, wie die anderen was die anderen hierüber denken. Hm. Zwei oder drei? Mehr Tests. Drei, oder? Drei, ne? Wir sind ja demokratisch. Gell. Ich ziehe mich zurück, bis ihr mich erneut ruft. Na gut. Und schreien sie nicht zu laut. Da schläft er einfach. So, müssen wir jetzt mit irgendwelchen reden, oder was, oder wie? Ja. Wen sollen wir anfangen? Keine Ahnung. Mit mir selbst. Links nach rechts vielleicht. Ich weiß, rechts nach links. Ich weiß es nicht. Ach, nimm halt irgendeinen. Muss man eine Reihenfolge beachten? Ich glaube nicht. Nee, ich denke nicht. Diese Prüfung. Mir fällt wirklich kein anderes außerirdisches Volk ein, das sich bei erstmaliger Kontaktaufnahme derartig übervorsichtig gezeigt hat. Sie haben ganz eindeutig Angst vor uns, Jim. Wir können zwar nicht garantieren, dass alle Interaktionen mit der Föderation bei Ihnen Gefallen finden werden, doch kannst du dich darauf verlassen, dass Sie weiterhin mit größter Vorsicht verfahren. Was uns betrifft, wurden wir geprüft und haben uns bisher als akzeptabel erwiesen. Wieso also jetzt aufgeben, wenn wir dem Ziel so nah sind? Gute Frage. Nächster. Captain. Die Brassikaner scheinen in nahezu vollständiger Isoliertheit eine fortschrittliche Technologie, eine einzigartige
Kultur sowie uns fremde Verfahren entwickelt zu haben. Ihre Kenntnis des Universums ist zweifelsohne außergewöhnlich und ein Ideenaustausch wird Fortschritte mit sich bringen, die weder die eine noch die andere Spezies vorauszusehen vermag. Der nächste logische Schritt ist, Maßnahmen zu treffen, die für die Etablierung eines Dialoges notwendig sind. Okay. Und die TUS? Momentan haben die Brasilianer das Sagen und erwarten von uns, dass wir nach ihrer Pfeife tanzen. Doch haben sie bisher nicht von uns verlangt, unsere persönliche und gesellschaftliche Ethik zu überschreiten. Täten sie das oder tun sie das mit ihren nächsten Fragen, dann wäre die Situation eine andere. Sie haben uns vor schwierige Entscheidungen gestellt, Captain. Doch denke ich, dass wir alle imstande sind, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen daraus zu tragen. Okay. Und der Abschaum. Oh, guck mal, braune Schrift. Wow. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich anschließen. Und jetzt wieder mit dem Reden, wa? Oder nicht? Egal. Nicht egal. Mensch, erster Offizier, ein bisschen mehr Begeisterung hier. Steht mit ihm einfach. Captain Kirk und ich bin hier. Sind Sie bereit fortzufahren? Auch schön übersetzt hier, Brassican, super. Wenn so ein Brassikaner anschreiben kann. Ich bin ein Brasilianer. So. Unsere Aufgabe besteht darin, neues Leben, Zivilisation zu erforschen. Wir akzeptieren Bedingungen, beginnen Sie mit Tests. Erklärung, hier fehlt ein sind keine Ratten. Grüßen in Kontakt mit einem neuen Volk, doch sie brauchen unsere Toleranz und unseren guten Willen. Also Schluss mit dem Test, das ist nicht gut. Eins oder zwei? Eins, oder? Na gut. Testen Sie uns, wir sind gerne Ratten im Labyrinth. Ja, und sie. Wir haben die Legenden unserer Methode, mythischen Vergangenheit dem angepasst, was wir über ihre Spezies in Erfahrung bringen konnten. Man würde Ihnen eine Frage stellen, woraufhin Sie sich untereinander beraten dürfen. Zuletzt muss eine Person die endgültige Antwort geben. Lassen Sie uns beginnen. Gut. Uiuiui, jetzt geht's hier los. Das hört sich schwierig an. Es ist mein Recht, die erste Frage zu stellen. Unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Ihrer und meiner Spezies ist es diese Frage, die der Rätselmeister vor den Basaltoren des uralten Kam erstmals stellte. Es ist diese Frage, die den heroischen Gefährten vorgelegt wurde, die wir die Jerinther nennen. Beantworten Sie Folgendes. Wer unter Ihnen unterwirft sich auf der Suche nach Leben den größten Opfern? Doktor. Sie können sich jetzt untereinander beraten. Würde ich sagen. Ich ziehe mich zurück, bis Sie bereit sind, mit mir zu sprechen. Was? Wer unter Ihnen? Was? Wer unter Ihnen unterwirft sich auf der Suche nach dem Leben den größten Opfern? Hörst du nach Arzt an, weiß auch nicht warum. Okay, weiter. Sofern aus meiner Macht steht oder es mein Wunsch ist, werde ich Ihre Frage beantworten. Haben Sie eine Antwort gefunden, dann vergessen Sie nicht, nur einen von Ihnen darauf darf antworten. Ja, ich würde sagen, ich speichere mal ab. Ich würde einfach eine Pille da nehmen. Können wir einfach jetzt hier so machen? Mein ganzes Leben bei der Erhaltung jeglichen Lebens und dem Bestreben gewidmet, die Qualität dieses Lebens auf höchstmöglicher Ebene zu erhalten. Die medizinische Entwicklung steht nicht still und daher muss der praktische Arzt danach streben, die bestmögliche Betreuung zu bieten und nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln. Wir sind keine Zauberer, das ist sicher, doch tue ich für jeden meiner Patienten alles in meiner Macht Stehende, rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit. Auch wenn es, wie hier im Weltraum, keine Jahreszeiten gibt. Um es kurz zu fassen, ich bin ein Quacksalber. Ich denke, dass ich derjenige sein könnte, der sich auf Suche nach Leben den größten Opfern unterwirft. Ihre Antwort wurde akzeptiert, Dr. McCoy. Doch bedeutet das nicht, dass sie in unsere Augen richtig oder falsch ist. Oh Gott. Okay. Und er ist weg. Wo ist er hin? Scheiße. Die nächste Frage ist bereit, Captain Kirk.
dann los. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Ihr fremdartiger Verstand in der Lage ist, zu begreifen, welche Ehre wir Ihnen damit machen, die Frage des Rätselmeisters beantworten zu dürfen. Sie sind den Jeruntern, die in der Erinnerung unseres Volkes hoch geehrt sind, schließlich in keiner Weise ähnlich. Doch ist es nun an mir, die zweite Frage zu stellen. Wer unter Ihnen kämpft am intensivsten mit dem Chaos des Lebens? Spock. Das wäre der Doktor gewesen, oder? Beraten Sie sich untereinander, wenn Sie möchten. Ich werde mich zurückziehen, bis Sie mich erneut ansprechen. Sofern es in meiner Macht steht oder mein Wunsch ist, oder wenn ich keine andere Wahl habe, werde ich Ihre Frage beantworten. Doch darf nur einer von Ihnen antworten. Ich würde sagen Spock oder der Klingone. Na, man nimmt Spock. Bist du sicher? Ja. Weil Chaos wegen seiner Herkunft vielleicht auch, weißt du? Halb Mensch, halb Vulkanier. Es ist der Kern der Wissenschaft, ein Verständnis für das Universum und seine Gesetze zu entwickeln und chaotisch wirkende Aspekte zu erklären. In den Bemühungen, das Unbekannte zu erfassen, konzentriert sich meine Arbeit auf die Erkennung dieser grundlegenden Muster, wobei das Leben die größte Herausforderung darstellt. Somit bin ich derjenige unter uns, der am intensivsten mit dem Chaos kämpft. Das ist bestimmt alles falsch, aber egal. Sie haben zwei unserer Fragen korrekt beantwortet. Dieser hat uns gezeigt, dass sie sich zu sehr von unserem Volk unterscheiden. Wir werden diesen Versuch daher ein andermal fortsetzen. Sie dürfen nun alle zu ihrem Schiff zurückkehren. Ich würde sagen, das machen wir nochmal. Ich habe gesagt, das erste war bestimmt jemand anders. Das war wahrscheinlich Uhura mit dem Leben. Das kann sein. Als Frau, ah, ne? Ah, das kann sein. Scheiße. Ja, ich will jetzt hier irgendwie, wie kann ich hier aufhören? Nee, ich will nicht kommen. Ja, schnell laden. So. Gut. Nochmal, so. Also Uhura. Uhura, nimm mal. Ja, eins. Ah, nee. So, wenn du schon im Auswahl. Also Uhura, ja? Gut. Mhm. Unter den hier Versammelten bin ich die einzige Frau und daher die einzige, die in der Lage ist, ein Kind zu gebären. Würde ich diese Entscheidung, diese Wahl treffen, ich würde dieses Kind empfangen und Tag und Nacht schlafend oder wach, krank oder gesund, 9 Monate lang in meinem Leib tragen. Und obwohl die Empfängnis unter uns Menschen normalerweise nicht die Entscheidung eines Einzelnen ist, bleibt das Gebären, das Hegen neuen Lebens, einzig und allein Aufgabe der Frau. Gewiss bin ich es, die sich auf der Suche nach Leben den größten Opfern unterwirft. Stimmt, hast recht gehabt. Mist, habe ich total falsch gelegen. Den Spruch hatten wir schon. Ihre Antwort wurde akzeptiert und so weiter. Genau. Und jetzt geht sie weg. Wo ist sie hin? Sie ist schwanger. Von wem? Von Klingonen. Und das jetzt mit dem Leben, das müsste jetzt ja dann wahrscheinlich... Chaos des Lebens, ja. Ja, das ist doch, das passt doch auf McCoy, okay. Ja, oder? Also wenn er sagt, Dings war falsch, da war er auch inkorrekt, also muss es einer von den beiden sein. Ja, welcher ist jetzt McCoy? Der hier, nee. Die sehen irgendwie gerade gleich aus. Das ist Vulkan, ach, das ist Spock, okay. Ah, okay. Abseits hat er sich gestellt, wo auch hingehört. Okay. Er will nicht mit dem Chaos entfernen. Ich bin Arzt, Mann. Ich bin derjenige, der sich im Bord der Enterprise um das Leben und die Gesundheit Hunderter kümmert. Das Muster des Chaos sind die Muster des Lebens und des Todes. Jeder Tag meines Berufslebens konzentriert sich auf die Erhaltung des Gleichgewichtes dieser Mutter und damit der Lebensqualität. Ich bin derjenige unter uns, der am intensivsten mit dem Chaos des Lebens kämpft. Ihre Antwort wurde akzeptiert, Dr. McCoy. Doch geht es daraus nicht hervor, ob diese Antwort in unseren Augen richtig oder falsch ist. Okay. Ah, jetzt geht's doch weiter, oder? Ja, vorhin hat er gesagt, sei inkorrekt. Sie erwarten von mir, dass ich einfach zusehe, wie meine Leute verschwinden? Jo. Die nächste Frage wartet, Captain. Du Arsch. So. Hui. Oh, wo schweben wir denn rum? Ja. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie so weit gekommen sind, Captain. Da gibt es diejenigen unter uns. Bezweifelte, dass sie überhaupt so weit kommen. Jetzt aber weiter. Die nächste Frage ist etwas anders als die vorherigen. Aber die Jerinther, die wir als Helden verehren, fanden eine Lösung. Beantworten Sie bitte diese Gleichung. Eber und X ist gleich Q. Sie dürfen sich
untereinander absprechen. Sie können sich auch an mich wenden und wenn möglich beantworte ich Ihre Fragen. Aber vergessen Sie, nicht nur einer von Ihnen darf uns die Lösung geben. Mhm. Über plus x gleich q, was soll das bedeuten? Sprech mal mit Spock, der muss das doch wissen.